Liebe Schwestern und Brüder, die beiden Heiligen, die die Kirche heute feiert und die wir jetzt nun doch geraume Zeit als Fest und als Patrone Europas feiern, diese beiden bilden eine beeindruckende Brücke zwischen dem alten christlichen Osten und dem lateinischen Westen. Wenn sich darin ihre Botschaft erschöpfte, wäre das eigentlich zu wenig. Wir würden dann in diesen eher doch politisch bemühten Floskeln stecken bleiben, dass das wichtig ist für Europa und Europa ist eine große Einheit. Wir wissen, wie brüchig diese ganze Angelegenheit ist, nachdem nicht nur das politische Europa seine Wurzeln vergisst, sondern auch das Christentum, zumindest westlicher Prägung, dabei ist, seinen Auftrag zu vergessen. Und deshalb ist es gut, wenn uns diese beiden Apostel der Slawen an unseren Auftrag erinnern und von welcher Seite möglicherweise Gegenwind für diesen Auftrag kommt. Auftrag. Warum wählt Jesus 72 andere Jünger aus und schickt sie zu zweit aus? Weil die sonst nichts zu tun haben, als Beschäftigung. Hohe Arbeitslosenquote in Palästina oder was ist das für eine Maßnahme? Es ist nach der Auswahl der 12 der erste wichtige Impuls und der Anfang, winzig klein, wenn man so will, aber der Anfang einer Weltmission. Das, was Jesus, was der Auferstandene sagen wird, geht hin zu allen Völkern und verkündet das Evangelium aller Kreatur. Wie schnell vergessen wir heute diesen Auftrag? Nicht nur, auch darüber will ich gar nicht lamentieren, es ist ja schlimm genug, dass Europa überhaupt vergisst, in seinen Grunddokumenten inzwischen zu erwähnen, dass das Christentum hier eine Rolle gespielt hat. Wir wissen, wer solche Texte schreibt, deshalb ist die Verwunderung darüber nicht groß. Aber vergessen wir nicht auch unseren Auftrag? Haben wir die Sache nicht einfach rumgedreht, wenn ich manche neuzeitlichen, und das meine ich jetzt aktuellen Texte lese, Mission ist von gestern, zu den Menschen gehen, ihnen Christus bringen? Nein, wir haben den Menschen nichts zu bringen. Wir sollen sie zuerst einmal nehmen, so wie sie sind. Naja, natürlich, was sollen wir sonst tun? Aber wir haben ihnen nichts zu sagen, wir haben ihnen nichts zu geben, nichts. Was tun wir selber denn dann als Christen? Weil wir uns selber ausgehöhlt haben und irgendwelche Nichtlinge sind, die vielleicht irgendwie irgendetwas glauben, haben wir natürlich auch anderen nichts mehr zu geben. Diese beiden hier rufen uns in Erinnerung und die haben auch nicht angefangen im Priesterseminar. Der eine, der Jüngere, der dann früher stirbt, hochbegabt, wird schon als Kind gefördert, steht eigentlich schon zur Verheiratung parat für eine glänzende politische Karriere. Nein, er entzieht sich dem, weil er etwas vom Evangelium verstanden hat, weil es in ihm brennt und das will er weitergeben. Und bei Methodius, seinem älteren Bruder, ist das ähnlich. Er entzieht sich ebenfalls einer politischen Karriere und Laufbahn, zu der er wirklich fähig gewesen wäre, die er auch zeitweise eingeschlagen und ausgeübt hat. Aber dann zieht es ihn doch in das Monasterium, in die Lebensweise, von der man sagt, dass sie dem Evangelium am ähnlichsten ist, zumindest dem, was hier im Evangelium geschildert wird. Und was dann beginnt, ganz allmählich, Schritt für Schritt, weil man ihre Begabung erkennt, werden sie zunächst vom Patriarchen und vom Kaiser für einige Missionen in dem Sinn gebraucht, dass sie verhandeln mit ausländischen Delegationen oder in ein fremdes Land geschickt werden. Und man sieht, sie haben Erfolg. Und dann sind es ganze Königtümer, die ihre Hilfe anfordern aus dem christlichen Osten und sagen, helft uns, schickt uns begabte Leute. Und der Osten schickt mit Rücksicht auf den lateinischen Westen und den Bischof von Rom keine Bischöfe. Weil sie sagen, für die Bischöfe ist der Papst zuständig in diesem Gebiet. Wir wollen doch keine Konkurrenz. Sie schicken also nur zwei Mönche, wenn man so will. Konstantin Kyrill wird das erst im Grunde genommen auf dem Sterbebett. In morte professus, wie man das nannte.
Methodius ist Mönch. Aber aus einer Lektoratsweihe haben die beiden nicht viel. Was heißt nicht viel? Sie haben genau das, was im Evangelium steht. Sie haben nichts mitgenommen, aber sie haben das Evangelium. Sie haben die Botschaft von der Auferstehung. Und die versuchen sie hinein zu übersetzen in die Kulturen, die sie antreffen. Heute, wir als solche, die eigentlich geschickt sind zu verkündigen, wir sitzen dort mit dem dicken Portemonnaie, wir sitzen mit einem riesen Gehalt und einem fetten Beutel in einer schönen Wohnung und fahren ein dickes Auto und sagen nichts mehr. Größer könnte der Unterschied gar nicht mehr sein. Und dann beschließen wir noch, wir haben auch eigentlich nichts zu sagen. Lassen wir doch die Menschen so, wie sie sind. Es ist heute wie damals eine klerikale Faulheit, die zu solchem Verhalten führt. Es ist eine ganz andere Antriebsfeder als die des Evangeliums. Denn wer, wenn wir zum zweiten Punkt kommen, wer sind die grässlichsten Gegner dieser beiden Brüder und ihres Werkes? Es sind nicht irgendwelche heidnischen Feinde. Nein, es sind lateinische Kleriker. Es sind solche, die um ihren Einfluss bangen und die sie der Häresie bezichtigen und sagen, man darf nur in der Kirche drei Sprachen sprechen, und zwar Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Alles andere ist vom Teufel. Und sie sind mutig und sie wenden sich an den Papst mit ihrem Anliegen. Und der eine, der sie einlädt, stirbt dann schon, während sie auf dem Weg nach Rom sind. Aber auch der andere ist einsichtig, Hadrian II. Und er segnet ausdrücklich das Werk dieser beiden Brüder. Das Bemühen, das Evangelium, nicht etwas anderes, nicht ihren eigenen Fimmel und ihre eigene Botschaft, sondern das Evangelium hinein zu deklinieren und zu konjugieren in die jeweilige, hier in diesem Fall, in die slawische Kultur. Sie sind bis heute prägend mit diesem Werk. Bis heute. Sozusagen die Krönung, so versteht das der christliche Osten, in der Bekehrung der Kiewer Rus, die die beiden natürlich schon nicht mehr erlebt haben. Aber das, was zur Bekehrung führt, haben sie auf den Weg gebracht. Ist es nicht erschütternd, dass Christen so sehr ihren Auftrag vergessen können, dass sie gegeneinander aufstehen, dass sie gegeneinander arbeiten? Das ist ein unglaubliches Beispiel, aber es wird nicht das einzige in der Kirchengeschichte sein. Wir müssen daraus lernen, liebe Schwestern und Brüder. Oder vielleicht sagen wir besser, wir dürfen daraus lernen. Wir müssen uns ganz dem Evangelium verschreiben und nichts anderem. Es geht nicht um Einflusssphären oder um bestimmte Bereiche, die wir einteilen. Es geht immer um das Evangelium. Und hier dürfen wir auch keine Kompromisse schließen. An den vielen Streitgesprächen, die die beiden mit hoher Intelligenz geführt haben, mit dem Judentum, auch mit dem Islam, können wir viel lernen. Man muss auf Augenhöhe diskutieren. Man muss ein gewisses Selbstbewusstsein und einen gesunden Stolz haben, um dort zu diskutieren. Innerlich Ausgehöhlte, die selber an nichts mehr glauben, sind in solchen Diskussionen verloren. Wenn ich heute lese, dass der vorherige Jesuitengeneral etwa von der Japan-Mission sagt, man könne das Christentum in Japan nur verbreiten, wenn man Liaison eingeht mit dem Shintoismus und dem Buddhismus, dann haben wir eine solche, ich finde, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber von außen wirkt das so wie eine innere Aushöhlung. Das heißt, das Christentum hat nichts mehr zu sagen. Es kann doch eigentlich nicht landen. Ja, wenn man das Christentum nicht sagt, wenn man das Evangelium nicht verkündet und das heißt, Jesus Christus den Menschen bringt, wenn man davon nicht überzeugt ist, dass das das Beste ist, was einem geschehen kann, dass man Christus und seinem Wort begegnet und dass man mit ihm zu leben beginnt, dann kommt man möglicherweise auf solche Gedanken. Kyrill und Method halten dagegen. Und deshalb ist es gut, wenn die ganze Kirche sie heute feiert, sie und ihr Zeugnis.